Hallo, es ist 2:10 Uhr, Kapitel 16, die deutsche Romantik, die Berliner Romantiker. Gut verloren, etwas verloren, muss das rasch dich besinnen, Neues gewinnen. Ehre verloren, viel verloren, musst drum gewinnen. Da werden die Leute sich anders besinnen, Mut verloren, alles verloren. Da wäre es besser nicht geboren. Johann Wolfgang Goethe. Das Zentrum der romantischen Bewegung verlegte sich 1809 nach Berlin. Die bedeutendsten Schriftsteller jener Zeit waren Heinrich von Kleist, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Adelbert von Chamisso und Wilhelm Hauff. Kleist. Bernd Wilhelm Heinrich von Kleist, 1777-1811, wurde in Frankfurt an der Oder geboren. Der Familientradition entsprechend wurde er preußischer Offizier. Schon bald verließ er jedoch den Heeresdienst und studierte Philosophie und Mathematik, ohne zu einem Abschluss zu kommen. Er unternahm Reisen, unter anderem nach Frankreich, und nahm Anteil an den politischen und kriegerischen Ereignissen seiner Zeit, die unter dem Zeichen der Herrschaft Napoleons stand. Sein Leben blieb unstet und von Existenzsorgen verdüstert. Ohne moralische und materielle Unterstützung konnte Kleist im Leben keinen Halt finden. Seine Dramen fanden bei seinen Zeitgenossen wenig Anklang. In verzweifelter Ausweglosigkeit erschoss er sich 1811 am Wannsee bei Berlin. Erst lange nach seinem Tode erkannte man die Bedeutung seiner Dramen, Novellen und Anekdoten. Heinrich von Kleist war einer der bekanntesten und zugleich problematischsten Dichterpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Nach Schiller gab er der Entwicklung des deutschen Dramas als erster neue Impulse. Kleist stellte die Ideale der Klassik der Wirklichkeit gegenüber und kam zur Erkenntnis, dass er nach ihnen nicht leben kann. In den neuen Formen seiner literarischen Tätigkeit suchte er die Probleme seiner Zeit zu bewältigen. Obwohl Kleist sich der Romantik näherte, trat er in seinen besten Werken als realistischer Schriftsteller auf. Sein Individualismus setzte dem Dichter Schranken und brachte ihn in unauflösliche Widersprüche. Sein Streben nach Wahrhaftigkeit und sein Bemühen, die bürgerlichen Ideale der Aufklärung im Leben zu verwirklichen, гражданские идеалы просвещения, воплотить в жизнь, entfernt in seiner Klasse dem preußischen Junkertum, но ему противопостояла прусская военщина, юнкеры. Gesellschaftlich und persönlich isoliert beginnt Kleist Selbstmord. Пристрелился. Selbstmord, Suizid war bei dem Kleist. So, zu den besten realistischen Werken von Kleist gehören das Lustspiel Der zerbrochene Krug 1803 und 1806 und die Novelle Michael Kohlhaas 1810. Mit dem zerbrochenen Krug gelang Kleist nach Lessings Mine von Barnhelm das beste Lustspiel der deutschen Literatur. 1808 wurde das Stück von Goethe inszeniert und uraufgeführt. Es fiel jedoch beim Publikum durch, was nicht zuletzt auf die goethische Inszenierung zurückzuführen war. Heute gehört dieses Stück zum Repertoire vieler Theater. Die Handlung ist ein Dorf in den Niederlanden im 18. Jahrhundert verlegt. Der Dorfrichter Adam möchte das schöne Äffchen verführen, das mit Ruprecht, dem Sohn eines Bauers, verlobt ist, um sich
nähern zu können, hat Adam ihr eingeredet, dass ihr Bräutigam zum Kolonialdienst einberufen würde, wenn Ruprecht nicht ein entsprechendes Schreiben mitgebe. So ein Schreiben wollte er ihr in ihr Zimmer bringen, abends und höchstpersönlich. Dort wird Adam von Ruprecht überrascht und verprügelt. Adam bleibt unbekannt und auf der Flucht zerschlägt er unglücklicherweise einen Krug. Dieser Krug ist der Anlass, dass am nächsten Morgen Äffchens Mutter vor den Richter tritt und den unbekannten Täter anklagt. Gerichtsrat Walter erscheint zu dieser Verhandlung zur Inspektion im Dorf. Trotz aller auslebenden Lügen wird Adam für den Schreiber Licht. Und wenn der Gerichtsrat Walter schnell zum wahren Tatverdächtigen, der Dorfrichter Adam wird zum Glück aller zum Schuldigen erklärt. Die Handlung wird von Anfang aus dem Rahmen einer bloßen Dorfgeschichte gelöst. Schon die Namen Adam und Äffchen der Bibel entnommen, verwendet der Dichter absichtlich, ohne eine Wiederholung des mystischen Stoffes zu liefern. Adam, der mit aller Macht Eva begehrt, ist nicht nur als der dumme Alte zu sehen, sondern auch als Resultat einer Rechtsordnung, der an keine moralischen, gesetzlichen Prinzipien gebunden ist. Er zögert auch nicht, andere ins Unrecht zu stürzen, um selbst unschuldig davon zu kommen. Walter, Gerichtsrat, verkörpert die Gerechtigkeit, Lichtschreiber bekommt die Stelle des Dorfrichters. Kleist Novellen erzählen in klaren, hart gefügten Sätzen die Schicksale von Menschen, die Opfer der Umstände und blinder Leidenschaften werden. Stärkste Wirkung hat trotz romantisierender Züge noch heute die Novelle vom rebellischen Rechtssucher Michael Kohlhaas, 1816 geboren. Dem Rosshändler Michael Kohlhaas werden von einem Junker zwei Pferde gestohlen. Kohlhaas ist ein reifer, nüchterner Mann, der erst dann zur Selbsthilfe greift, als alle anderen Versuche, sein Recht zu erhalten, ergebnislos verlaufen. In Frage gestellt sind seine Würde und seine Existenz als Mensch. Kohlhaas nimmt den Kampf gegen Obrigkeit und Staatsorden auf, die ihn in der Willkür preisgeben. Er steckt das Schloss seines Widersachers in Brand und geht mit einer Rote verwegener kriegerisch gegen ganz Sachsen vor. Er weiß, dass sein Kampf in dieser Welt nicht rein bleiben kann und nimmt den Tod willig auf sich. Erst auf dem Richtplatz erfährt er, dass der Junge endlich bestraft werden soll. Sein Recht ist wiederhergestellt. Gutes Ende. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776, 1882. Oh, наконец-то мы подходим к этому. Würde скоро-скоро нас выведет этот счастливый день моего любимого произведения. Als Sohn eines Advokaten in Königsberg geboren. In Bewunderung für Mozart ersetzte er seinen Vornamen Wilhelm durch Amadeus. Hoffmann war vielseitig begabt. Er dichtete, zeichnete und komponierte.
In den späteren Jahren traf Hoffmann als Komponist hervor. Ein großer Triumph war 1816 die Erstaufführung seiner Oper Undine im Berliner Schauspielhaus. Die Oper wurde von Karl Maria von Weber hoch eingeschätzt. Aber der Beruf des Musikers brachte ihm mehr Enttäuschungen als Erfolge. Deshalb begann sich Hoffmann sein Dichtertum auszubilden. Er war mehr Dichter als Musiker. So. Das erste große Sammelwerk des Dichters entstand 1814, 15. Es enthielt, aber er war auch Musiker. Aber meist bekannteste Werke waren literarisch. Der Goldene Topf, der Sandmann, Ritterglück, es enthielt die Erzählung Ritterglück, die Kreisleriane, der Goldene Topf, der Sandmann. Ab 1816 bereitete er eine zweite Sammlung von Erzählungen vor. Die Nachtstücke und den Roman Die Elixier des Teufels. Bereits schwer krank verfasste Hoffmann die Werke seiner letzten Jahre. Kleines Zaches, genannt Zinnober, 1819, Prinzessin Brambilla, 1812 und die Lebensansichten des Kater Murr, 1821. Schwer krank. So wie Hoffmann zugleich Bürger und Künstler war, lebte er in zwei verschiedenen Welten. In den realen und in einer fantastischen, traumhaften Welt. In Hoffmanns Werken spiegeln sich in satirischen Weise die Missverstände des damaligen Lebens, der Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit wider. Dieser Widerspruch erscheint als Gegensatz der Alltagswelt zur Fantasiewelt. Diese Welten stehen sich im goldenen Topf gegenüber. Als der Student Anselm sich mit Serpentina in Atlantis glücklich vereint, haben sich Alltag und Poesie miteinander verbunden. Im Reich der Fantasie werden alle Gegensätze aufgehoben. In die Elixiere des Teufels, Elixier Diavola. Er will Medardus mit Hilfe eines geheimnisvollen Trankes eine schönere Welt schaffen. In den Lebensansichten des Katers Murr ist das Leben des in der bürgerlichen Welt sinnfremd fühlenden Künstlers Johann Kreisler dargestellt. Der leidende Mensch ist der leidende Künstler. Hoffmann zeigt, wie die damaligen Lebensverhältnisse und gesellschaftliche Beziehungen den Menschen Geist zerstören und die seelische Ruhe vernichten. Im poetischen Schaffen Hoffmanns nimmt das Mädchen Nussknacker und Mäusekönig bei allen Kindern bekannt und beliebt eine Sonderstellung ein. Adelbert von Chamisso. Siebzehn 1838 war der Sohn eines lothringischen Offiziers. 1790 floh er mit den Eltern vor der Französischen Revolution nach Berlin. Er wurde später ein preußischer Offizier. Chamisso lernte eifrig die deutsche Sprache. Außerdem schrieb er die Gedichte, die in den Zeitschriften gedruckt wurden. Als aus Widerwillen gegen alles Gewaltsame verließ der Dichter den Militärdienst. An der Berliner Universität studierte er Medizin und Naturwissenschaften. Nach dem Abschluss des Studiums beteiligte sich Chamisso an der Forschungsfahrt des russischen Schiffes Rurik, sein Buch Reise um die Welt, ist eine meisterhafte Schilderung des Geschehenen. Das Buch gehört zu den hervorragenden Reisebeschreibungen des Jahrhunderts. 1810
19. Würde Chemie-Wissenschaftler Mitarbeiter am Botanischen Garten in Berlin und später Leiter des Herbariums. Chamissos Dichtung ist für den Übergang von der späten Romantik zum Realismus kennzeichnet. In mehreren Gedichten gestaltet er die Not und den Protest unterdrückter Völker, Griechen, Indianer. Der Dichter interessierte sich lebhaft für die russische Befreiungsbewegung und machte freie Übersetzungen Reliefs Dichtung. Seine Märchenerzählung Peter Schlemihls Wundersame Geschichte 1814 wurde ein europäischer Erfolg. Die geheimnisvolle und fantastische Erzählung Chamissos Peter Schlemihls Wundersame Geschichte macht der Leser mit dem Schicksal eines armen Mannes bekannt, der dem Teufel seinen Schatten verkauft und dafür einen schöpferischen Reichtum bekommt. Der Reichtum bringt ihm aber kein Glück, auch in der Liebe. Seine Geliebte wird die Frau eines Schurken. Als Schattenloser wird er von den Menschen geächtet. Als sich der reiche Schlemihl ein Jahr lang ohne Schatten gequält hat, will der Teufel für den Schatten die Seele abkaufen. Da sagt Schlemihl, nein, er habe ein Jahr wie ein Taugenichts gelebt, ohne zu haben, ohne etwas zu schaffen. Das habe ihm schon einen Teil seiner Persönlichkeit gekostet, den Schatten. Die Seele verkaufen hieße sich ganz verkaufen. Seine Ehrlichkeit, seine Würde, jegliche menschliche Moral. Den Sinn des Lebens, Glück und Zufriedenheit findet Schlemihl als Naturforscher. Das ist eine unromantische Lösung, was Chamissos Erzählung von den romantischen Kunstmärchen unterscheidet. Der Dichter erklärt, dass das Streben nach Macht und Besitz zur sozialen Entfremdung des Menschen führt. Darin erkannte Chamissos eine wesentliche Erscheinung der bürgerlichen Gesellschaft, kritisierte diese bereits in der Zeit der beginnenden Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland. Wilhelm Hauff, 1802-1827, kam in Stuttgart zur Welt. Er studierte evangelische Theologie in Tübingen, wurde dann aber Hauslehrer. Später unternahm Hauff einige Reisen und bekam 1827 den Posten eines Redakteurs bei einer Stuttgarter Zeitschrift. Er starb kaum 25-Jährige im gleichen Jahr. Wilhelm Hauff, sehr früh gestorben. Im 25 Jahren. Mit dem aber er machte verschiedene Werke. Er schrieb ein Werk. Mit 22 Jahren hatte er zu schreiben begonnen. In knapp 3 Jahren schuf Hauff eine ganze Reihe bedeutender Werke. Den historischen Roman Liechtenstein, 1826 mehrere Erzählungen, Gedichte und vor allem eine große Anzahl von Kunstmärchen. Er wurde zu einem der populärsten Autoren seiner Zeit. Mit dem Roman Liechtenstein wurde von Hauff die Gattung des historischen Romans in Deutschland eingeführt. Er schuf historischer Roman. In seinem Roman, der nach dem Vorbild der Romane des englischen Dichters Walter Scott entstand, versuchte der Schriftsteller einen Stoff aus der schwäbisch-deutschen Geschichte zu gestalten. Den ersten Platz aber im Gesamtschaffenhaus nehmen seine Märchendichtungen ein. Die Märchen, die den Titeln Die Karawane, Der Schleich von Alexandrie und Das Wirtshaus in Spessart in Almanachform 1826, 1827 und 1828 erschienen, sind durch Rahmenhandlungen verbunden. Das sind die Märchen sowohl aus dem Morgenland als auch aus deutschen Geschichten. Von den orientalischen Erzählungen ist die bekannteste vom Kalif Storch. Sie berichtet von Chasid von Bagdad, Chasid.
Hasside. In seinem Großvezier Mansur. Eines Tages verkauft ein alter Krämer ein geheimnisvolles schwarzes Pulver. Wer dieses Pulver schnupft, wird in ein beliebiges Tier verwandelt. Eine Märchen verzauberte Elemente. Als Nachtstilistik. Nachtstilistik. Dabei wird ihm die Sprache der Tiere verständlich. Man darf aber keinesfalls lachen, solange der Zauber dauert, sonst vergisst man die formelle Mutabor. Die formelle gibt die menschliche Gestalt zurück. Nach vielen Abenteuern endet die Geschichte glücklich. Die Geschichte endet glücklich. Es ist gut. Ebenso glücklich endet das nicht weniger bekannte Märchen Zwergnase aus dem zweiten Almanach Haus. Der kleine Jakob hilft seiner Mutter am Kräuterstand auf dem Markt. Da erscheint eine hässliche, krumme Alte und beschaut mit bösem Anblick die Ware. Der mutige Jakob ist empört. Das Weib aber lockt ihn in ihr Haus, in einen fantastischen Ort. Jakob wird von Meerschweinchen und Einhörchen begrüßt. Die Alte bereitet ihm eine wohlschmeckende Suppe. Jakob verwandelt sich in einen Zwerg mit riesiger Nase. Am Ende des Märchens verliert Jakob seine Hässlichkeit und wird zu einem stattlichen Jüngling. Das schönste Märchen des dritten Almanachs ist Das kalte Herz. Es erzählt von armen Peter Munk, der mit Hilfe des Glasmännleins reich wird. Als der Reichtum bald zu Ende ist, wendet sich Petra an einen Waldgeist, der ihm verspricht, den Reichtum anzuhalten. Aber dafür soll Petra statt seines Herzens eines aus Stein einsetzen lassen. So verliert Petra alles Menschliche, verstößt seine Mutter, tötet seine Frau. Das Glasmännlein hilft ihm, sein Herz zurückgewinnen. Nicht weniger fantasievoll sind die anderen Märchen von Hauff, das Gespensterschiff, die Geschichte vom kleinen Muck und andere. Die Märchen und orientalische Märchen. Die Märchen der drei Almanache veranschaulichen Hauffs persönliches Gefühl für das Menschliche. Trotz aller humoristischen und fantastischen Elemente wird ein ungeschminktes Bild menschlicher Aggressivität und Brutalität gezeigt. Der kleine Muck und Zwergnase sind Außenseiter der Gesellschaft. Muck durch die angeborene Zwergengröße, Nase durch die Gestalt, die ihm durch Hexerei gegeben wird. Die beiden Helden symbolisieren das Andersartige, das Diskriminierte. Der Dichter protestiert gegen jede Art der Unterdrückung und lehnt den philiströsen Untertanengeist ab. Untertan. Untertan. Es ist auch dem Thomas Mann. Kommentar. Karl Maria von Weber. 1826, ein deutscher Komponist. Die berühmtesten Opern sind Der Freischütz und Oberon. Schlemmel, dieses Wort ist der Gaunersprache entnommen und bedeutet ein geduldiger Pechvogel. Die Philister, Bewohner der Küste Palästinas. Philister. Die Philister führten erfolgreiche Kämpfe gegen die Israeliten bis zu ihrer Besiegung durch David. Im übertragenen Sinn bezeichnet dieses Wort einen beschränkten Menschen, der heute Spießer genannt wird. Mischane. Ograniczony. Fragen zum Thema: Worin liegen die Widersprüche Klees als Schriftsteller?
Widersprüche? Kleist stellte die Ideale der Klassik der Wirklichkeit gegenüber und kam zur Erkenntnis, dass er nach ihnen nicht leben kann. Auf welche Weise treten die Gestalten aus dem Volke im zerbrochenen Krug und für ihr Recht ein? Die Handlung wird von Anfang aus dem Rahmen einer bloßen Dorfgeschichte gelöst, zum Beispiel im zerbrochenen Krug, aus dem täglichen, einfachen Wirklichkeit, Leben und Wirklichkeit. Die Geschichte aus der Wirklichkeit. Auf kühne Weise und auch verschiedene Ge Gelegenheiten, glückliche Gelegenheiten. Bedingungen, glückliche Bedingungen. Es war alle Situation glücklich gestaltet. Glückliche passiert für andere Menschen und nicht glückliche für andere Menschen. Mit welchen Mitteln kämpft Michael Kohlhaas gegen die feudalen Machthaber? Mit seiner Kritik und mit seiner kämpft Michael Kohlhaas gegen die feudalen Machthaber. Mit Humor, Sarkasmus. Kleist Novellen erzählen klaren, hartgefügten Sätzen die Schicksale von Menschen, die Opfer der Umstände und blinder Leidenschaften werden. Sie waren die Helden von Kleist waren meist Rebellen. Wie zeigt sich der Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit in Hoffmanns Schaffen? Künstler war sehr enttäuscht durch die Wirklichkeit und widerstellte irreale und reale Welt. Er wohnte in zwei Welten, realen und irrealen, in künstlichen Welt und Wirklichkeit, in der Wirklichkeit. Es war ihm sehr schwer. Er war zugleich Bürger und Künstler. Er lebte in zwei verschiedenen Welten, in den realen und in einer fantastischen, traumhaften Welt. In Hoffmanns Werken spiegeln sich in satirischer Weise die Missstände des damaligen Lebens, der Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit wider. Dieser Widerspruch erscheint als Gegensatz und so weiter. Was wissen Sie über den Lebensweg von A. Chamisso, Albert Chamisso? Albert Chamisso war Französer, aber er in jünger Zeit übersiedelte in Deutschland
Es wäre alles überall überschüss. Nach der Französischen Revolution flohen die Eltern er 1790 nach Berlin. Er war der Sohn eines lothringischen Offiziers. Was unterscheidet die Novelle Peter Schlemmel von romantischen Kunstmärchen? Peter Schlemmel. Peter Schlemmel verkaufte dem Teufel seinen Schatten. Und über diesen Tat sehr er verstand, dass er verirrte. Er verstand seinen Fehler. Пожалуйста. Nein, пожалуйста. Пожалуйста. War ein Fehler. Und пожалел об этом. Auf Russisch. Und er verstand Schlemmel, Peter Schlemmel, dass es kostet nicht. Das habe ihm schon einen Teil seiner Persönlichkeit gekostet, den Schatten. Die Seele verkaufen hieße ganz, sich ganz verkaufen. Seine Ehrlichkeit, seine Wut. Wenn du seine Seele verkaufen, so verkaufen alle seine Ehrlichkeit, seine Würde, jegliche menschliche Moral. Vom romantischen Kunstwerken unterscheidet durch Fantasie. Ja, das ist eine unromantische Lösung, was Chamissos Erzählung von den romantischen Kunstmärchen unterscheidet. Unromantische Lösung. Unterscheidet.